Haben wir die gleichen Missionen hier. Es kann, ja, ein Bot, das ist eine gute Idee, ja. Das kann sein, dass es echt ein Bot war, weil das war schon komisch, ne? Er steht die ganze Zeit rum, er schießt die ganze Zeit in den Berg rein. Weiß nicht, also ob das ein Mensch war, kann man in Frage stellen. Wenn es ein Mensch war, dann muss man drüber reden, was das für ein Mensch war, weil... Das war dann schon ein sehr komischer Mensch, würde ich mal behaupten. Das ist wahrscheinlich zum Atmen nachdenken. Du glaubst, so schlecht sind die Bots nicht? Nee, das stimmt. Das ist eigentlich eine Beleidigung gegenüber den Bots, ne? Gehirn mit Existenz ausgelastet. Alles leider sehr zutreffend gewesen, gerade bei dem Typen. Wart ihr lang? Erstmal B unten entlang Richtung A hoch oder so. Es ist nur ein Zerstörer dabei und ein U-Boot, ne? Dann fahre ich eventuell nach C rein, gucke ich da irgendwie meine Torpedos reingeprügelt bekommen. Das nennt man Gefechtsbewegung. Stück Insel abschießen und wieder anschwemmen lassen. Okay. Ich bin mir sicher, ich weiß, es gibt Bots, die sind echt schlau teilweise. Also, ich kenne das bei Diablo 3 zum Beispiel, da gab es auch Bots und so, die waren echt krass. Die haben da super professionell für den Spieler gespielt und Sachen gefarmt und so. Also, ich kann mir sogar vorstellen, dass es sicherlich auch so Bots für World of Warships gibt, weil, ist schon viel Grind. Gut, so kommt aber nirgendwo hin. Naja, wenn er 50.000 oder 100.000 Credits pro Schlacht bekommt und 1.000 XP, hat er dann am Tag auch seine 10 Millionen Credits und 50.000 XP oder so. Ist ja wurscht. Ja, ich glaube, der Vorwurf ist schon sehr lange im Raum gestanden mit den Bots. Also wie gesagt, ich weiß von Diablo 3, die Bots waren so krass teilweise. Du hast sie wirklich richtig... ausmaxen können, die waren echt effizienter als Menschen dann am Ende. Und du hast nicht mehr gemerkt, dass es Bots sind. Einzige Möglichkeit, die du hast, einen Bot zu erkennen, ist, wenn du sie irgendwie aus dem Rhythmus rausholst. Also wenn der Bot macht dir oder der befolgt dir quasi Vorgaben. So, wenn du jetzt irgendwas machst, was nicht in seinen Vorgaben drin ist, weil das nicht da reinpasst, was er aktuell macht, dann hört er auf zu arbeiten. Zum Beispiel, du würdest das Schiff jetzt auf die Insel porten oder so. Jeder normale Mensch würde wahrscheinlich schreiben WTF oder so oder wird irgendwie versuchen rauszukommen und der Bot wird da halt einfach gar nichts mehr machen. Oder halt einfach schön gemütlich gegen die Insel weiter schießen. Oder sowas, ja. Oder aus der Karte rausporten oder so und dann gucken, wie er dann darauf reagiert oder sowas. Ich weiß es natürlich. Ich hab mal beim Online-Spiel war ich mal mit im Support-Team und da gab es auch Bots und das war immer relativ lustig, es gab, weil du hast, die haben dann immer gefarmt und hast die einfach weggeportet und hast dann geguckt, was sie dann machen. Und dann sind sie quasi, da haben einfach wieder versucht, stumpf einfach so automatisch zu dem Punkt hinzulaufen, wo sie farmen wollten. Dann hast du quasi mal direkt erkannt, okay, ist ein Bot. Weil es da auch sofort, du hast sie geportet und sind instant weitergelaufen, wieder zurück zu dem Punkt, wo sie hergekommen sind. Also jeder Mensch wird erstmal so, what the fuck? Also gibt schon Möglichkeiten, so Bots zu finden. Ja, es war auch bei uns, ich war ja mal für, was weiß ich, 5 Jahre oder so Admin bei einer ARMA-Community und ich habe dann halt auch mal geguckt, ob da Leute hacken oder Bots benutzen und das bei den Hackern war das aber lustig, weil du konntest dich ja unsichtbar machen und die haben mal trotzdem auf dich geschossen, so. Da versucht es aber jemand zu verstecken. Du hast einen Bot am Laufen, hast 15 Euro damit verdient, der läuft doch. Fett Gewinn gemacht. Mein Großvater spottet mich, ne, keine Ahnung. Was ist denn hier? Irgendjemand spottet mich, wer ist denn das? Das Ding ist halt, die Fuso, die ist halt, die siehst du halt überall. Die siehst du sogar aus dem Weltall, glaube ich. Ja. Es sind, glaube ich, auch immer noch Schiffe, die im Ersten Weltkrieg entwickelt wurden oder in den Zwischenkriegsjahren. Fuso ist ja, glaube ich, so sowieso ein Brite eigentlich. Von den Briten gebaut und dann den Japanern benutzt. Na komm, Warspite. Komm ja, raus. Wahrscheinlich.
Die Colorado. Und dann krieg ich noch rum auf die Warspite. Vielleicht krieg ich die. Ja, aber richtig gefressen, gerade von irgendjemandem. Oh, die Colorado, hallo. Ah, dreht der weg? Ja, der dreht weg, schade. Da. Schade. Ein U-Boot auf A oder sowas, war? Jo, würde ich da rumfahren, würde ich auch Small kriegen. Gut. Das gibt's ja nicht. Auf Small kriegen ist mein zweiter Vorname. Gott. Obwohl, das sind aber doch langsam. Sonst müssen wir die ganze Zeit von A nach B fahren. Wäre mal lustig, so ein Spielmodus, wo du 100% schneller fährst oder so. Hallo Warshide. Die Fuso wurde in Japan gebaut. Die Kongo ist ein japanisches Schiff, das in die United Kingdom gebaut wurde. Aha. Siehst du mal. Ich krieg nicht aufs Maul, hä? Ich hab doch gerade einen Kill gemacht. Und die war doch dann, glaub, irgendwie was mit einem Flottenabkommen. Ich glaube, die Japaner durften eine Zeit lang keine neuen Schlachtschiffe mehr bauen. Irgendwie sowas war da, glaub. Es wäre ein U-Boot auf einmal aufgetaucht. Was ist denn da los? Achso, ich habe das gesagt. Ja. Gestern hat in der Runde einen großen Fehler gemacht. Zeigt Breite zu dir und dann gleich direkt Damage gegeben. So muss es sein, Herr Kapitän. So nicht anders. So wie ich das gerade mache. Fette Breite. Ja! War kein Sieder dabei, aber egal. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg! So wenig Schaden. Oh Gott. Das rächt sich jetzt sofort. Wie gesagt, ich muss ja hier weg, weil sonst zeige ich dem eine Stunde jetzt meine Breitseite. Aber natürlich lasse ich das nicht einfach so stehen. Oh, jetzt kommt das U-Boot zu mir. Es sind 20 Schiffe hier, ne? Und ich bin derjenige, der wieder das U-Boot abbekommt, ne? Will doch verarschen. So, das sollte man entweder C oder B cappen. Normandie voraus. Ich bin da. Macht sie. Sie steht hier hinter der Insel. Sehe ich auch. Macht die Insel auch. Echt? Tutut. Was soll mit der... Mit den Köhlen brauche ich nicht in den Nahkampf gehen. Ja. Ich habe gedacht, komm, ne, nimmst du deinen. Vor allem, der hat den mit einem Torpedo getroffen. Wie viel Schaden macht das Vieh, Alter? Ja, das glauben Briten, gell? Mhm. Das ist ein Sechser. Wie Torpedoschaden wollen sie, ja. Die weißen Wellen zeigen die Position des U-Boots an, da kann ich meinen Flieger hinschicken. Okay. Ja, aber die sind auch nicht immer da, wo die Wellen sind. Ich jag doch gar keine weißen Wellen. Also, sagen wir es mal so. Ja, es kommt auch nur, wenn er dich pinkt. Wenn er die so abschießt, dann kommen die gar nicht. Schießt gar nicht auf mich. Okay, doch, hat auf mich geschossen. Irgendwie. Irgendwie auch nicht.
Das London-Washington Flottenabkommen hat die Verdrängung und die Bewaffnung von Schiffen eingeschränkt, auch bekannt als Hearts of Iron 4. Ja gut, aber dann haben die Japaner und die Deutschen sich nie wirklich dran gehalten. Also. Hat sich gar keiner dran gehalten. Doch, die Amis. Ja. Natürlich. Aber noch die einzigsten. Nee, das Lustige war, die Amis hatten tatsächlich eine Klausel drin, dass, falls irgendwas passiert, sie halt drüber gehen können, aber auch nur bis so und so viel. Irgendwie sowas war da, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hab einen TD gefunden. Sag ihm einen schönen Gruß von mir. Hey, bleib mal da, ich habe einen Brief für dich. Ja. Brief? Warum fahre ich überhaupt mit der Dünnkirchen hier rein? Ey, Junge. Da ist auch irgendwo ein Kreuzer vor mir. Der steht da hinten in der Ecke, aber... Der durch die Mahn hier gerade ist, kann ich nicht mehr... Ich hab den DD mal was 2000 Schaden gedrückt. Ist gegen den so gefahren? Nein, doch nicht, okay. Digga. Support wäre nicht verkehrt. Der hat mir mein Deck gekratzt, er hat mir 10.000 Schaden gemacht, Gefühl. Was ist denn das? Na, ich bin schon unterwegs. Wow. Sieht das richtig, dass der ein DD auf 6 Schiffe auffällt? Ja. Ah. Ja, weil Torpedos fressen. Naja, vielleicht nicht so gefräßig sein, wie wär's damit? Ich hab doch hier. Der hat fast kein Leben mehr. Ja. Okay, das war sehr optimistisch von mir. Ja, ein bisschen schneller als geplant. Da, rechts ist er. Weil ich hätten alle. Lass es. Die Japaner haben sich am Anfang dran gehalten und die Schlachtschiffe zu Flugzeugträgern umgebaut, aber dann kamen die beiden Yamato-Schiffe. Yamamoto. Ich sag immer Yamamoto, ich weiß nicht warum, es ist irgendwie so, ist so drin bei mir irgendwie. Fast so. Wegen Yamamoto. Und auch den riesen Flugzeugträger, den sie gebaut haben. Sie. Ja, immerhin mal ein bisschen Schaden gemacht. Also die Fuso ist gleich kaputt auf alle Fälle, so viel können wir schon mal sagen. Ich meine, die zeigt sich auch relativ offen hier. Das Tag der offenen Tür. Warum ist mein... Ich habe die ganze Zeit auf Tauchen gedrückt, mein U-Boot taucht auf. Okay. Wer hast du den falschen Befehl gegeben? Okay, der ist auf alle Fälle tot. Dann versuchen wir mal B zu erobern. Ne? Was sagt er denn? Filmen wir noch irgendwie schon. Ach, da ist noch eine Atlanta. Schau an. Mal weg. Da sind sogar noch zwei Schiffe. Hey. Hallo, German Potato 5. Grüßen Sie. Haben die echt Bier eingenommen, oder? Jo. Oh, ich hab's U-Boot echt getroffen. Das war ein guter Tipp mit den... Das trifft mich gleich aber auch. Oh, scheiße, der rächt sich dafür auf eine andere Weise gleich, wenn ich Pech habe. Nein! Nie im Leben! Millimeter! Nie im Leben! Das war jetzt sehr ärgerlich gerade mit dem Torpedo, muss ich schon mal sagen. Oh, die Colorado hat was vor, ich weiß das. Und ich habe ein Problem, weil ich fahre gegen den Berg.
Ja, wenn du so weiterfährst, kommst du aber gut. Torpedo an, Achtung. Das U-Boot geht mir am Sack, Alter. Ne? Das, ich wünsche ihm alles Schlechte. Ich werde da komplett gejagt, wenn ich im U-Boot bin und das Gegner-U-Boot so. U-Boote sind immer noch nur durch Missionsdinger zu kriegen. Okay. Ich anscheinend irgendwie wohl eine Mission erledigt. Ah! Ja, aktuell glaube ich, sind die irgendwie im Spiel drin. So. Oh. Ja. Es ist unglaublich, ey. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt. Da hat er Scheiße gefressen, der Wichser. Wie war das? Ein blindes Huhn trinkt auch mal einen Korn? Nee, das war schon so gezielt. Kann dir der Chat bestätigen, das war all skill. So, jetzt gehen wir mit 1 gegen 1 gegen die Heinrich. Richtig Bock drauf gerade. Ramin. Ja, mir scheißegal, den ramme ich weg. Japaner, Kamikaze. Ich muss ja meinem, Ruf allen Namen machen. Oh, schießt mit seinen Händen. Wenn du jemals ankommst. Ich könnte natürlich auch auf HI switchen, ne? Weiß ich schon. Okay, das ist jetzt interesting. Schaden ist eher auch so ein Joke gerade. Er hat seine Geschütze auf der anderen Seite gehabt. Jetzt switcht er. Soll auf die Kanonen schießen? Okay. Hat mir mein Stream auch immer. Schieß auf die Kanonen, dann machst du Schaden und nimmst die Türme raus. Ich schieße auf die Kanonen, alles fliegt irgendwo hin und nicht auf die Kanonen. Ja, man kennt's, ne? Schieß wieder mal. Ein bisschen vorschießen müssen. Ah ja, doch, okay, das war okay. So Secondary Feuer und dann gib ihm. Ja. Oh. Da hinten gibt mir noch eine Colorado auf den Sack. Au. Der Colorado wird ja auch alles erdenklich schlecht. Ich hoffe, dass der nachts nicht schlafen kann. Ah ja. Oh. Hä, wo kommen jetzt die? Das ist noch ein Kreuzer irgendwo. Nee, hä? Kommen die jetzt her? Ach, der Schlachtschiff wird, glaube ich, Torpedo. Ja. Arsch mit Ohren ist das. Immer haben wir das Blatt gewendet, meine Freunde. Sehe ich natürlich dieses Ding hier nicht mehr. Da ist er. Oh, vielen Dank. Kein Thema. Du magst es bei dem französischen Schlachtschiff nicht, dass ständige Geschütze ausfallen. Colorado mag das, glaube ich, auch nicht, was ich gerade mit ihr gemacht habe. Ja, bei den Franzosen ist halt das Problem, dass die ja nur Türme vorne haben. Wenn dann einen ausfällt, dann. Ja, wir haben gewonnen, oder? Nice. Ja. Easy, GG. Sah am Anfang nicht so gut aus, ne? Alles nur wegen mir. Tomate auch rein, lass sein. Ich fand mich ganz gut. 60k Damage, paar Kills, Wassereinbrüche, etc. 20.000. Was? 60? 20.000? Torpedo. 24. So. Ja, Evilchen, aber du weißt schon, ne? 10% von den Einnahmen, wenn es mehr sein sollen, gehören mir. Okay. Also setzen wir uns dann mal zusammen. Ja, passt. Nee. Falsches Schiff. Warum pinkelt mein U-Boot? 120.000 XP für die North Carolina. Gott. Ich könnte euch Flugzeugträger spielen. Komm, scheiß drauf. Colorado, sagst du? Ich spiele Rio.
Ruyuyu. Was ist das? T6. Tier 6, sagt er. Hab ich da irgendwer? Komm, nimm mich mal die Ismael. Bin am Überlegen. Komm, fahr mal rüber. Na, wohl nicht die Krasse. Was ist ein umgebauter Flugzeugträger? Ist die Ruyo? Ich. Keine Ahnung. Ja, das war, glaube ich, ein Schlachtschiff, was sie zum Flugzeugträger umgebaut haben. Oder Kreuzer oder irgendwie sowas. Scheinbar. Die sieht so komisch aus. Naja, ist japanisch, ne? Ich meine, das ist nicht falsch. Was willst du von den Japanern erwarten? Dafür strahlt's aber. Ein mit Freude und. Wow! Und was? Freude? Freude. Strahlung durch Freude, oder was? Ja. Das ist wieder richtig, richtig darke Witze. Oh Gott. Was mit mir? Wieso? Die leuchten doch. Ich fühle dich nicht angesprochen. Oh, komm, bitte jetzt gegen Tier 4, das wäre schön. Nee, safe nicht. Gegen Tier 8 gibt es. Bestimmt nicht. Bitte? Gegen Tier 8? Ja, genau. Vielleicht sogar T9, kleiner Fehler im Matchmaking. Komplettes T9-Team gegen uns. Oder T10 sogar. Boah, ja, T10 gegen. Richtig Bock drauf, oder? Was denn? Die Idee war AFK? Das ist aber ärgerlich. Wir hatten einmal den AFK Bayern. Das ist das Tolle bei Warthorn, da gibt es den Bug. Wenn du ein Up-Tier hast und die aus dem Up-Tier ein Down-Tier, dann kannst du halt gegen Leute spielen, die du gar nicht bekämpfen solltest. Mhm. Das ist richtig toll. Spielst du aktiv Warthorn da? Natürlich. Über 14.000 Stunden. Wie viel? 14.000. Wie viel? Ich spiel seit 2013. 14.000 Stunden? Ja. Aleco mio. Ja, ich hab 3.400. Ja, knapp 3,5. Was ist das denn? Oh, nee, absolut gar keinen Bock zu. Flugzeugträger. No aim is willing. Flugzeugträger T8. U-Boote. Alles klar. Können wir einfach das Match gleich verlassen? Ja. Bin ich voll dafür, ey. Ich fahre nach A. Fahr ich mit. Okay. Hast du dann schon alle Nationen durch? Wie durch? Panzer, Flieger, U-Boote? Ja, Panzer. Bei den Amis habe ich alles bis auf den letzten Abrams und den Striker. Bei den Deutschen habe ich fast alles. Bei den Russen bin ich durch. Bei den Briten bin ich durch. Fast durch. Bei den Franzosen fehlt mir nur der letzte Leclerc, glaube ich. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Flugzeuge. Oder bist du eher Panzer oder Flugzeugfahrer? Beides, aber hauptsächlich Panzer. Hast du mitgekriegt, dass die jetzt beim PC so mehr oder weniger die Grafiker erst vorgeben, ne? Du kannst nicht mehr Low Graphic machen. Doch, geht immer noch. Ja, aber nicht mehr so schön wie früher. Immer noch? Ja. Ich hab's nur mal gesehen, denke mir so, okay, ja, geil, haben sie ja nicht mehr drauf reagiert. Aber scheinbar dann noch nicht gut. Momentan auch den Bug, dass wenn du irgendwo rumfährst, dass deine Ketten sich in deiner Optik verbuggen und dann hast du deine Ketten die ganze Zeit in der Optik rumfliegen. Cool. Passiert auch bei Helis zum Beispiel. Finde den Fehler. Weiß ja nicht so recht, also jedes Mal, wenn Gaijin dann Patch macht oder Update, funktioniert das mindestens eine Woche lang nicht. Das nicht funktioniert schon mehrere Monate nicht, das ist das Gute. Ja, also ich hab's reingeschaut, habe ich zuletzt am 16. Juni aktiv, habe ich's gespielt. Ist es ein Jahr? Ungefähr, mindestens.
Mir geht's das so auf den Sack, da bin ich echt ehrlich. Ja, aber in den ganzen Cheater spielt man nur mit mehreren, alleine ist das. Ja. Deswegen, No Aim ist willkommen. Also, bitte was? No Aim, mein Clan, wo ich Führungsunterstützung bin und Gründungsmitglied. Ja. Keine Ahnung. 12 Clans mittlerweile oder so? What? Ich hab 12 Clans oder insgesamt 12 Clans? Wir haben 12. 12 mal 9. 12 mal einen neuen Clan? Ja. Was ist bei halt immer anders geschrieben. Gibt's jetzt den Clan 12 mal oder habt ihr den Clan 12 mal neu gegründet? Die Clans gehören uns. Das ist halt 14 sogar, sagt mir gerade einer. 14. Halt einmal Tryhards, also die Clan Wars fahren, und dann die anderen sind halt Fun-Clans für die Kanalpunkte. Seid ihr dann die so mit einer der größten oder was? Oder wie? Deutschlandweit, ja. Hab ich von euch schon mal gehört? Weiß ich gar nicht mehr. Wenn du einen YouTuber Mutality kennst, dann eventuell. Ja, Mo kenn ich, ja klar. Da bin ich auch mal dabei. Okay, ich habe letztens mal in Mo seinen Stream reingeschaut, aber ich weiß nicht mehr, was er da gefahren hat. Das War Thunder weiß, die Chance, dass ich dabei war, sehr groß. Ja, War Thunder hat gefahren, aber was für ein Battle Rating, glaub, Brumbe und so weiter. Brumbe ist toll. Ja, finde ich auch. Oh. Ja, das ist bei mir so eine Sache, auf Warfare, da muss ich echt Lust haben. Ja, und das ist. Ja? Oh, die letzten 200 Punkte, weißt du. Ja, was ist momentan mit Warfare? Ja, momentan gibt es auch zum Beispiel Bugs, dass Radarflak einfach gar nicht funktioniert. Weißt du. Okay. Nö, du kannst den Flieger direkt angucken, kannst ihn nicht locken. Okay. Läuft. Die beiden Schiffe, ja. Kaga und Akagi, geplanter Schlachtschiff, wurden als CV umgebaut und bei der Schlacht von Midway versenkt. Oh. Interessante Fun Facts hier. Es gab, wie gesagt, von der Yamato gab es ja die Sashi und die Yamato. Und dann gab es noch den Flugzeugträger Yamato Style. Und es gab dann auch noch. Gab's den Yamato-Flugzeugträger? Ah, ich glaube, er war geplant. Er war geplant. Und auch da wieder, es gab so einen riesen U-Boot von den Japanern. Stimmt, dieses Transport-U-Boot meinst du da? Oder irgendein Flugzeugträger-U-Boot-Ding? Ja, ich glaube, das Flugzeug-U-Boot-Träger-Ding. Hey, überlegen wir mal, ist das Type 900? 40 oder irgendwie sowas war da, keine Ahnung. Boah, kann sein, ja. Also ich versuche in dieser Runde aktuell echt nicht zu sterben. Bin ich heuer nicht. Willst du Arc cappen? Ich bin dabei, also ich versuch's. Ja, ich geh mit. Ja, also die Japaner waren an sich, was das anbelangt, ziemlich größenwahnsinnig. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Der Film Midway ist relativ neu, ja, ist ein guter Film. Naja, der Film Midway, ja, die Neuverfilmung, aber der alte ist von, ich glaube, aus den 70ern, glaube ich. Mm. Nur eine Neuverfilmung, aber der neue ist auch echt, echt gut. Ja, es gibt. Hollywood ist halt nicht immer genau, was wirklich passiert ist, aber. Ist gut gemacht. Also, ich habe letztens den Top Gun, also. Geschaut. Den neuen oder den alten? Den neuen. Alter. War ich im Kino, Alter. Ja, war nicht schlecht, also auf jeden Fall mal besser wie diese, wo sie Missouri wieder auspacken und wie heißt denn der Film? Wo die Aliens da auf die Erde kommen. Ja, Battleship? Ja, Battleship, danke. Pacific Rim? Also, nee, Battleship, nee, wo die Battleship. Missouri ihren Anker rauswirft und dann erstmal Ankerdrift macht. Aber Pacific Rim, da gibt's auf Netflix auch die Comics-Serie oder Anime oder Manga, irgendwie sowas. Echt? Die ist auch richtig gut.
Damit wir sind in Japan die Flugzeugträger ausgegangen. Die haben das dritte Yamato-Schiff, die Shinano, zum Flugzeugträger umgebaut. Find's eigentlich faszinierend, wie schnell die mal alles umbauen konnten, die Japaner. Siehst du? Absolut gewusst. Das zeigt dann aber auch die Qualität, ne? Ja, klar. Ja, also. Midway war ja so dieser Wendepunkt im Pazifikkrieg und hätten das die Japaner noch gewonnen, was sie eigentlich hätten auch gewinnen können. Ich fand's ja auch geil, bei dem Film Midway gibt's ja die eine Stelle, wo der eine Japaner, die machen ja so eine Übung praktisch, wo die dann hier die Amerikaner spielen und dann spielt einer die Japaner und dann müssen die angreifen. Und der Typ hat das vorausgesagt, dass die halt um die rumfahren und dann von der Seite angreifen und dann meinte der Flottenkommandant wohl irgendwie, ja nee, das ist unrealistisch, die würden ja nie wissen, dass wir da sind und es ist in echt so passiert. Und da denke ich mir nur so, ey, und hätten sie in Yamamoto nicht verloren, dann wäre der Pazifikkrieg für die Japaner auch ganz anders. Bitte? Ja. Achso, stimmt, der ist auch bei Midway. Der ist auch auf der... Der war, glaube ich, auf einem Inspektionsflug und da haben sie ihn dann erwischt. Die ist nach... Achso, die... Nee, das war... Die Shinano ist umgebaut worden, ist aber von einem U-Boot versenkt worden bei Überführung. Oh, ich habe den Curry gefunden. Ich komme aber nicht an ihn ran. Das ist aber einer. Was war, ich glaube, die Amis sind die einzigen, die einen Zug mit einem Torpedo, also mit einem U-Boot versenkt haben. Oder wie auch immer das, keine Ahnung. Ein irgendwie Zug. Die Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob es mit einem Torpedo oder mit der Bewaffnung war, aber die haben es auf jeden Fall einen Zug mit einem U-Boot zerstört. Einen Güterzug? Ja. Aha. Okay. Interessant. Die an der Küste, an der. Ich denke mal, es war mit der Kanone oder irgendwie sowas, aber... U-Boote haben doch keine Kanonen, hä? Doch. Was ist das für ein U-Boot? Deckkanone, natürlich. Ja, Deckkanone, aber... Der Typ 20 von den Deutschen, der am Ende vom Zweiten Weltkrieg gekommen ist, hatte auf dem Turm auch noch Kanonen. Also zwei vorne mindestens, weiß nicht, ob er zwei hinten auch noch hatte. Ich glaube, der hatte auch 4 30er, glaube ich, zwei vorne, zwei hinten, glaube ich. Ja. Du kommst auch Lust auf CV, wenn du das hier siehst. Wir fahren gerade gefühlt hinter allem nur her, irgendwie. Ja. Ja, komm, wir sind auch Tier 6, also. Zünd aber irgendwie nichts an, wir haben zwar HI-Raketen, aber die Dinger machen irgendwie gefühlt nichts. Ich habe eine Bahn gefunden, schieß mal aufs Zimmer, gucken, was passiert. Sehr ungünstig hier. So Bayern rüberschauen. Ah, da ist eine Shukaku. Also, Das ist ein Schuhkarton. Warum wissen die so viel über Schiffe und Flugzeuge? Ja. Generelles Interesse. Wissen. Genau. Ich würde sagen, wir holen uns den Flugzeugträger vor uns. Ich habe ihn einmal getroffen. Ich noch gar nicht. Siehst du mal. Aber ich bin mal so frei und wende und komme zu dir, weil ich Torpedobombe am Arsch habe. Es ist nur ein bisschen kacke, zum Beispiel für mich aktuell, weil ich hier als T6er gegen T8er Kreuzer und Schlachtschiffe fahre, die meine Flugzeuge runterholen, als ob es Papier wäre. Ich hätte da irgendwas berührt, kann halt sein. Oh nein, das sieht nur so aus, das ist Fake, das ist totaler Fake, das war der Prinz Eitel Friedrich. Militärgeschichte ist spannend, das stimmt allerdings, ja. Mhm. Was ich halt auch immer faszinierend finde, ist, dass die Russen zum Beispiel sehr viel Technologie im Kalten Krieg viel, viel früher hatten als der Westen. Das halt nie eingesetzt haben, weil sie gesagt haben, ja, ist zu teuer. Naja, das ist doch jetzt im Ukraine-Krieg ja genauso. Die haben ja diese intelligenten Raketen und Bomben haben sie jetzt zum Beispiel ja nicht. Hey, Wittig, danke fürs Hallo. Deswegen siehst du ja auch viele KA-15 mit ihren ungelenkten Raketen, die steigen dann nochmal hoch oder ziehen nach oben und dann fahren sie ihre Raketen ab. Und gut, das machen sie aber auch, um halt außer Reichweite von den Dingens zu bleiben. Genau, richtig. Und
Ja, gut. Mai, sie haben zwar geile Sachen, in Anführungszeichen, wie den Amasa oder Suchoi, aber ja, können es halt nicht herstellen. Ja, die beide Flugzeugträger sind auf mich geradeaus. Ah, oh, die Bayern schläft heute Nacht nicht mehr gut. Der weint sich in den Schlaf, glaube ich. Hallo Helvete, grüß dich. Ja, ich bin tot. Ja, ich. Ich komme halt auch nicht weg, weil ich die ganze Zeit ausweichen muss. Es war Doppelzitter. Also wir haben einen Doppel-Sitter-Hit bei der Bayern gelandet. Mit zwei Bomben. Das ist relativ cool, dass die AP-Bomber eigentlich immer relativ garantiert Sitters landen, wenn du in der Mitte gut triffst. Und leider bringt mir das auch nichts, weil, naja, die haben so viel Anti-Air. Das sind halt zum Teil 8er Schlachtschiffe. Oh, und die Bayern. Die machen aus meinen Flugzeugen leider Besteck. Natürlich brenne ich. Endo Schwein. Hey. Na, das war ein bisschen zu früh, ist das scheiße. Trotzdem noch gehittet. Ja, ich kann nichts machen, wenn mich zwei Flugzeugträger beide fokussen. Das ist unmöglich. Kann ich denn das T. Wie kann ich denn den Jäger von mir fokussieren auf dem Gebiet? Glaube ich, einen. Ach so, wo ich einen. Ah, wo ich einen starte quasi, okay. Alter, ich sagte, das Ding, das ballert dich sofort weg, das ist so unangenehm. Na, ich habe zu früh gedingst, schade. Die Bayern kriegt vielleicht Torpedos ab, ja, sieht gut aus. Können wir mal darüber reden? Moment, die Bayern hat Wassereinbruch, also wenn du da jetzt mit HE drauf gehst, dann war es das für sie wahrscheinlich. Das meine HE-Dinger sind für einen Witz, weil die machen gar keinen Schaden. Können wir kurz darüber reden, dass unser 6er Flugzeugträger mehr Kills und wahrscheinlich mehr Schaden hat als unser 8er? Hallo Ibims. Echt jetzt? Ja. Aber 3 Kills und der 8er? Siehst halt mal wieder. It's all skill, my friends. Gut, ich meine, die Pferde auch hier irgendwo, keine Ahnung. Ja, leider, diese HE-Bomber, also die HE-Sprengraketentypen. Komplett nutzlos, muss ich leider gestehen. Der geht mir jetzt mit seinen Torpedos gleich auf den Sack. Ja, das wird jetzt schwierig. Weiß ich nicht, wo ist unser Undercarrier eigentlich? Weiß das einer? Ja, der ist auf G1. Ja. Also auf der anderen Seite. Ja. Jetzt krieg ich die erste Salbe ab. Ah, jetzt brennt er mal. Der hat seine Torpedos scheiße geworfen. Ja. Ja, das Problem ist nur, ich muss jetzt leider kurz meinen AA kurz umlenken. Ich würde auf alle Fälle gerne gucken, dass wir die Vladi wegkriegen. Was macht denn der Typ? Also die Shukaku ist auch richtig lost, ne? Thomas aus MG, danke für den Follow. Also ich höre die ganze Zeit nur Torpedo-Sounds, ne? Ja, ja. Das ist etwas besser fliegen. Ich weiß halt auch nicht, was unser 8er Flugzeugträger gerade macht. Das weiß er selber nicht, glaube ich. Ich habe jetzt nur leider das Problem, dass ich jetzt gleich tot bin. Die nächste Salbe, der nächste Hit, irgendwas, das mich trifft, dann ist Feierabend. Mit den zwei kleinen Flügelchen am Hintern, echt toll. Okay, schauen wir mal kurz, dass ich zumindest einmal noch mit den Flugzeugen rauskomme. Hat echt nicht getroffen, der Torpedo. Kannst du die eigentlich weiterfliegen, wenn du tot bist? Ja. Ja, ich glaube, das war's jetzt aber für dich. Warte. Ich weiß nicht, ob die Vladivostok dich überhaupt
Kann sein, dass ich out of range bin, bin mir nicht sicher. Ja, 10 Kilometer, die hat Stock 16. Ich treffe leider keine Sitters mehr, ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben in der Zwischenzeit 80k Damage und 22k Flugzeug Damage, also. Nein, ich hab mich verklickt. Scheiße. Wobei. Da kommt das Map-Ende übrigens. Ja, das ist mir wurscht in dem Fall. Ich versuche halt jetzt noch irgendwie. Nee, Vladivostok, die schießt noch nicht mal auf dich. Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß nicht, ob du mich verarschen will oder. Geht der dich? Ah, den habe ich einmal gehittet. Jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt sieht er mich wieder. Ich hatte das Problem, ich kriege bei dem kein Flutung. Das ist das Hauptproblem. Ich habe auch keine Flugzeuge mehr. Ich habe wirklich null Flugzeuge. Das ist mein einziges Flugzeug hier, was ich gerade habe. Das war es jetzt eher, oder? Ja, das war's. Schade. Ja, hab mein Bestes getan, meine Freunde, aber es sollte nicht sein. Ich glaube, meine beste Flugzeugträgerrunde seit langem. Was, wo ist jetzt unser Ansatz? Würde ich jetzt mal gerne wissen, wo ist denn der auf der ganz anderen Seite? Ja, der macht, keine Ahnung, was der macht. Der chillt da drüben. Wieso kann ich den denn nicht auswählen? Ah, jetzt hat. Ich bin nachher, also ich bleib drin, weil ich bin auf den Damage, auf die Damage-Aufteilung gespannt nachher. Das interessiert mich jetzt schon, ehrlich gesagt. Kannst auch nachher nachgucken. Echt? Aber. Bleib auch drin. Wir gucken, ob der Typ noch aufs Fressbrett bekommt oder nicht. Du hast den mal Midway-Film vor ein paar Tagen gesehen, fandest du nicht schlecht. Das ist schön, dass auch mal Filme grundsätzlich nicht komplett scheiße sind heutzutage, weil gefühlt, vor allem Kriegsfilme, die heutzutage rauskommen, meistens so ein bisschen, naja. No. Wie dieser Fury, Herz aus Stahl. Ja. Er war nicht schlecht, er war halt nur komplett unrealistisch. Ja, gut, bei der Tiger, Szene muss man halt so sagen, die wollen halt zeigen, dass der Tiger fahren kann. Das muss ich schon sagen. Der hätte auch rückwärts fahren können. Ja, stimmt. Aber das normalerweise wäre es natürlich auch richtig gewesen, erste Führungspanzer rauszunehmen. Aber danke, Herrn Kaloy. Und vor allem die 76er hätte dem Tiger aber frontal durchprügeln können. Ja. Die 9. Kompanie ist cool, ein russischer Film über Afghanistan. Über Afghanistan könntest du viele Filme drehen. Sehr viele. Das ist Jarhead. Der ist geil. Oder Hunter Killer, der ist auch nicht schlecht. Wir hätten fast gewonnen, ne? Das ist echt schade. Kenn ich es nicht. Hunter Killer, kennst du Jagd nach Roter Oktober? Ja. Ja. Hunter Killer ist so ähnlich, nur modern und dass die nicht ein U-Boot klauen wollen, sondern den Präsidenten. Okay. Keine Ahnung. Ist aber gut gemacht. Schade, ich hätte mal das Ding gewonnen, das hätte richtig Cash gegeben. Wir haben doch gewonnen. Nein, wir haben verloren. Wir haben gewonnen. Nein, wir haben verloren. Hä, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Weil die Zeit abgelaufen ist. Die Zeit ist abgelaufen. Die hatten doch mehr Punkte als wir. Wir hatten 834 und sie hatten 700 irgendwas. Lol, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, wir haben verloren. So eine würde ich jetzt noch fahren. Ja, ich fahre auch noch eine Abschlussrunde. Aber der T8er Flugzeugträger hat, wo sehe ich denn den Schaden von dem? Sehe ich nicht, wie viel Schaden der gemacht hat? Nee, ich glaube nicht. Ich melde ihn einfach mal. Naja, melden würde ich ihn nicht, aber es war schon ein bisschen traurig, was der geleistet hat. Darf ich vergessen, ich bin 2 Stufen unter dem gewesen und habe 50% mehr Einfluss auf dem Spiel gehabt. Das ist schon ein bisschen traurig. Nee. Ich bin noch nicht mal Carrier-Spieler, wirklich. Naja, komm. Machen wir noch mal Colorado, oder? Gib ihm. Auch mal das große Gerät rausholen. Also, weiß ja nicht. Großes Gerät ist für mich sowas zum Beispiel. Nicht auf Start drücken. Sowas ist für mich ein großes Gerät. Ja. Die Sucht ist wieder mit dem Angeben hier, weißt? Oder, ja okay, habe ich keinen Kapitän drauf, okay. Die 7, alles klar. Moment, bitte.
Ja, komm, fahr mal. Shani. Nix mir kümmern. Mhm. Ich könnte auch. Ja, 80.000 bis zur New Mexico, das hat North Carolina. Ich weiß gar nicht, wie viel Free EP ich habe. Also ich fahre momentan. 170.000 oder so? Bitte? Ich habe, glaube ich, 170.000. Was? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Die neuen Schlachtkreuzer habe ich noch nicht gespielt, kann dir nichts zu sagen. Lone Survivor ist auch ein guter Film, das stimmt, ja. Oh ja. Hat der Shooter. Killer kenne ich gar nicht. Lone Survivor, sag mal was. Lone Survivor ist hier. War das Chris Kyle? Nee, das ist American Sniper, glaube ich. American Sniper war. War das Chris Kyle? Ich glaube, der Typ ist noch, ja. Und Lone Survivor ist halt ein Typ, der mit seinem Squad. Ja, ich glaube, in Afghanistan. Den habe ich gesehen. Irgendwo. Mark Wahlberg. Der war gut. Shooter ist aber auch richtig gut. Ja. Ich finde das Ende geil. Ich bin ein Senator der Vereinigten Staaten. Ich weiß, ich bin immer kopflos. Ding fand ich, also für mich persönlich war es American Sniper einer der besten, wenn nicht sogar der beste Kriegsfilm der letzten 10 Jahre. Der war schon gut, muss man schon sagen. Allein die Tension. Ja, und da hat man gesehen, wie es mehr oder weniger, wie es wirklich ist. Klar ist auch wieder so, mit Hollywood muss man auch wieder ein bisschen aufpassen, weil es sehr vieles beschönigen wieder. Sie versuchen ja ihre Soldaten immer hinzustellen, dass sie in Anführungszeichen wirklich die Guten sind, aber die haben auch viel Dreck im Stecken. Kann man Jagd nach Roter Oktober als Kriegsfilm zählen? Kalter Krieg. Was ist mit 1917? Würde ich schon sagen, ja. 1917 ist auch ein geiler Film. Ja. Der ist geil. Also ich finde Jagd nach Roter Oktober ist immer noch der beste. Ich finde die Serie auch gut, ja. Wo es wie heißt denn die Serie? Ich weiß nicht, wie die Serie heißt, fuck. The King's Choice, Angriff auf Norwegen. Oh ja. Er ist genial. Ist so geil gemacht einfach. Oder King's Speech finde ich auch cool. Ja, das gibt schon echt viel geilen Shit, ne? Muss man schon sagen, eigentlich. Gibt aber auch sehr viel Müll. Das stimmt auch, ja. Da gab es auch einen Film, da ging es um die um Island. Erst waren ja die Russen da. Und da haben dann die aus der Bevölkerung auch rekrutiert. Und dann waren die Deutschen, da haben die aus der Bevölkerung rekrutiert. Und dann sind die Russen wieder zurückgekommen. Und dann haben die estnischen Soldaten gegeneinander gekämpft. Das war auch ein richtig guter Film. Oder gibt es auch noch einen Film, da ging es um den finnischen Winterkrieg gegen die Russen. Der war auch noch gut. Wenn ich jetzt mal so überlege, Alter, wie viele Filme, das ich schon gesehen habe. Hacksaw Ridge. Sagt mir aber was. Der ist auch gut. Sagt mir was. Ja, das war teilweise ekelhaft, aber auch gut. Aber wie er die alle aus von oben von der Insel geholt hat, boah. Ist ja wahre Begebenheit. Ja. Und da sieht man auch, dass Pazifisten auch im Krieg dienen können. Ja, da gibt's ja Sergeant York, ist ja auch ein guter Film. Den kenne ich jetzt zum Beispiel auch wieder nicht. Auch im Ersten Weltkrieg. Der Typ hat eigenhändig, was waren sie, ich glaube, 120 Soldaten, deutsche Soldaten festgenommen. Okay. Oder irgendwie sowas. Diesen Spruch von ihm, der ich glaube, es ist der Präsident der US-Armee. Der US. Das ist fast so wie Hydraulik. Genau. Präsident der US-Armee. Was? Und dann fragt der Präsident den halt so, ja, York, ich habe gehört, sie haben die halbe deutsche Armee festgenommen. Sagt der Typ einfach so, ja, nee, nur hier die Nummer einfügen. Ich glaube, es war irgendwie 100 irgendwas oder so. Mhm. Nur 100 Leute. Ja gut, Jagd auf Roter Oktober kam 1990 raus.
Ja, ich habe gesagt, mit der American Sniper der letzten 10 Jahre, also glaubt, ab 2010 kam fast auch nur noch echt Müll. Leider. Was ich halt schade finde, ist vom Ersten Weltkrieg, dass es da so wenig Filme gibt oder allgemein, dass es nicht so behandelt wird. Ja, Erster Weltkrieg ist halt, ja, ist halt nicht so das Thema, ne? Ist auch nicht so umzusetzen. So. Ja, deswegen, New York ist halt auch über den Ersten Weltkrieg, ne, ist auch gar nicht mal so schlecht. Also schwarz-weiß noch. Ich glaube, es gibt auch Farbaufnahmen. Das ist der Flugzeugträger da hinten. Wo? Da. Hä? Ja, das ist auch knapp okay. Außerhalb meiner Spotting-Range. Ja. Wenn unser Flugzeugträger da mal hinfliegen würde, dann können wir mal sehen. Der denkt sich so, ne? Du kannst oh, mich mal... Denn? Du sagst mir da hinter dem Berg mit irgendwas. Was sind das? Ja, Fiji. Kreuze. Ja. Fiji. Was auch noch ein guter Film ist, ist Hunde wollt ihr ewig leben. Das ist... Kein, wie war das? Kein Bund für irgendwas? Ja, der ist auch gut. Kein Bund fürs Leben. Genau. CV Big Noob. Da geht schon wieder los. Vitrax. Nur auf mich, Fiji. Oh. Danke für den Follow. Ah, sorry. Was treibt ihr denn schon wieder? Ich hab auch so ein bisschen auf dich geschossen. Also. Weißt schon, dass ich in deinem Team bin? Ja. Nee, frag ja nur. Fragst du einen Freund, oder? Ausbilder Schmidt ist auch gut, ja. Ja, gut, stimmt, Ausbilder ja. Schmidt ist aber. Das ist zwar jetzt nicht historisch oder irgend sowas, das ist halt ein cooler Film, ja. Also, doch, schon der ist historisch. Das ist ja. Bundeswehr-Historie. Das ist so, wenn Ust. Du in die Bundeswehr gehst, ist wahrscheinlich das Erste, was du siehst, erstmal Ausbilder Schmidt anschauen. Das ist doch genauso, als wenn du eine Ausbildung als Kämpfer machst, das Erste, was du siehst, Werner. Ich möchte bitte die Renown weghaben, mir scheißegal wie. Ah, das Ding muss weg. Ich mag das Schiff nicht. Ist mir unsympathisch. Es geht halt gerade alles auf mich, ey. Ja, ist ja gut so. Dann geht's nicht auf mich. Ich hab die Olive. Oha. Was denn? Hab ich hier irgendwas verpasst mit euch beiden? Ne, wir haben uns lieb. Was dich liebt, das neckt sich, oder wie war das? Na, dann will ich da ja mal nicht stören. Die Fidschi geht mir auch auf den Sack, dass sie sich da so versteckt. Ob sie was zu verbergen hätte. Da ist die Fidschi! Weil man die halt scheiße viel. Oh Gott. Ich Torpedos. Treff das Ding nicht mehr. Torpedos! Ich hab mich angehalten. Ah, das wird jetzt interesting. Der hat sehr viele Torpedos weggeschmissen hier. Oh. Okay, klingt nochmal gut. Sagte er, meistens schaffe ich es dann bei sowas dann doch noch in die Torpedos reinzufahren. Das ist auch immer relativ smart von mir. Stell dir vor, es gibt zielsuchende Torpedos irgendwann, die dann wieder umdrehen. Ein U-Boot, hä? Wir waren Helden und Briefe aus Iwo Jima sind auch Hammerfilme. Oh ja. Letztes from Iwo Jima, ja. Ja, so. Also die Renown geht auf alle Fälle baden jetzt. Ja, es muss nur noch einmal drauf schießen. Ja, schießen alle drauf. Ich habe schon längst wieder neue Ziele auserkoren. Ja, danke. Ich komme jetzt der Flugzeugträger wieder. Was hab ich dir getan, Junge? Ihr habt damals beim Bund die Landungsszene aus Starship Troopers gezeigt bekommen mit den Worten so nicht. Ja, Starship Troopers. Sicher, genau so macht man das doch. Torpedos bei euch? Mhm. Wir haben übrigens irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Wir haben keinen einzigen Punkt, wir sollten irgendwas einnehmen oder so. Sonst hilft uns das auch nichts, dass wir alle Feinde zerstören. Wir müssen nur schnell genug sein. Ja, gut. Die Kalifornier geht jetzt natürlich auch gegen
3 Schlachtschiffe. Ein Kreuzer. Links neben uns ist ein DD. Naja, der schießt den ganzen Tag auf uns mit seinen hässlichen Torpedos. Ah, ihr habt die Kalifornien ein bisschen angeditscht. Und brenne ich? Oh, oh wow. Ich hab den CV gefunden. Ja, dahinter ist direkt noch einer. Beide sind da hinten. Oh, der CV hat eine Zita gefressen. Keine Instagram Ehrmach, Instagram Ehrmach, gute Nacht, schlaf gut. Wäre jetzt fast zu blöd gewesen zum Sprechen hier. Ja, den Carrier, wenn wir den wegmachen, wäre eine große Hilfe. Und der Zerstörer ist hoffentlich gleich tot, hoffe ich mal jetzt. Ja, Ruyo, jetzt hat man nicht die ganze Zeit auf uns geschossen, wenn wir jetzt nicht so fokussiert auf dich. Der lebt immer, jetzt ist er kaputt. Sehr gut, wir nehmen der ein, wichtig. Oh, 2 Zitas. Nice, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Jetzt streiten die im Chat, dass beide Seiten einen scheiß CV haben. Da haben sie unseren CV im letzten Match nicht gesehen. Gott, der Typ. Ja, aber die Fiji hier wieder. Ist noch irgendwo ein, ja, das ist die Fiji. Im Nebel ist noch was. Ah, okay. Oh, das ist ein Heinrich. Was ist das für ein kleines Schiff, Alter? Hello, Fort. Wie hab ich der Kalifornier gerade 9000 gedrückt? Die Kalifornier schluckt irgendwie hart, wenn sie mal schluckt. Ja. Mrs. California. Da ist noch irgendwas, da ist noch die Fidschi ist da noch, die da aus dem Nebel schießt den ganzen Tag. Ich komme jetzt von der anderen Seite. Oh, ich habe hier. Wenn du die jetzt anzündest, dann kriegst du Dauerschaden. Krieg Probleme von links. Wer schießt denn da auf die Fidschi noch? Die sind richtig am Arsch auf alle Fälle, die haben gar keine Chance. Die haben von allen Seiten durchgeknetet gerade. Wir werden von allen Seiten beschossen. Ja, Mist. Komplett an der Fidschi vorbeigeschossen. Mach ich auch gerade, glaube ich. Ja, es war zu hoch angesetzt. Ja. Spaß. War schlecht. Was ist mit dir passiert? Tops. Ah. Ja, nee, halt. Prinz Adel Friedrich. Alles klar. Einer noch. Jawohl. Die Colorado hat Wassereinbruch. Ja, ich bin tot. Scheiße. Ja, wir haben herzhaft durchgestochen. Ja, die Fidschi ist halt komplett. Keine Ahnung. Jetzt muss ich nur leider aufpassen, weil jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet gerade, weil jetzt bin ich nämlich derjenige, der ganz vorne alleine steht. Dass die mir einen Schaden gedrückt hat, die Fidschi, das ist. Die Kalifornier schießt aber nicht auf mich, das ist interessant. Okay. Nee, die schießt nicht auf mich, ich weiß nicht, wohin die schießt. Schießt gegen den Berg. Okay. Hat der Berg da getan? Darüber, also das, was. Ich hab den echt komplett verfehlt oder was? Krass. Krass! Da sage ich jetzt nichts so. Da ist noch eine West Virginia. Kann nur besser werden vom Aim her. Komm schon, U-Boot, ey. Ach, die California weg. Was ist denn die California? So ein Premium? Weiß ich gar nicht. Die North Carolina. Nach der Colorado kommt ja die North Carolina. Und die California ist ein 7er, ne? Denke ich mal Premium, ne? Weiß es nicht. Ich will es haben. Kaufen. Investieren Sie Eckgeld und kaufen Sie noch heute diese wunderschöne Schiff. Wenn ich Geld hätte, eventuell. Ich
California. Das Ding ist echt sexy. Ja, vor allem hat es auch irgendwie keinen Bock zu sterben bislang. Vor allem vier Drillingstürme. Das ist, hört sich böse an. Ja, ich merke es auch wahrscheinlich gleich, dass es böse ist. Ist wahrscheinlich ein Premium-Schiff. Ja, das Ding tut richtig weh. Ja, ist ein Premium-Schiff. Bitte? Lass mich raten, es gibt's nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich hab auf. Ich schweige überall, da gebe ich mal 8000, da gebe ich mal 8000, da gebe ich mal 8000. Ne? Ich habe in der Zwischenzeit fast 100.000 Schaden gemacht, aber irgendwie kriege ich nichts zustande hier. Nein, ich habe nur fast 70. Our victory is inside. Aber wir halten alle Punkte, also von daher. Ist wurscht. Pass auf, die Prinz Heinrich guckt gerade auf dich. Mhm. Also U-Boot stellt sich auch gerade nicht besonders schlau an. Ich denke mal, das U-Boot geht auch gleich baden. Mhm. Ich meine, es ist schon baden, aber dann geht's so richtig baden. Ich meine, wir gewinnen eh. Ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das jetzt noch drehen, aber... Wie die Fidschi überhaupt so lange überlebt hat. Dem Ding vier Zitadell, also vier Breitseiten reingedrückt, ist einfach keine Zitadelle überall rausgekommen. Die Kalifornien. Das waren drei Abpraller. Die Kalifornien gibt es noch zu kaufen für 32,24. Hm. Was? 32 Euro? 24. Aber, wenn du echt, weiß nicht, ob du sie schon hast, wenn du ein gutes Schlachtschiff haben möchtest, hol dir die Alabama. Sie ist Alabama oder was? Mhm. Wenn es mal wieder zum Spielen gibt, die Missouri. Die Missouri ist eine Geißentier neue Schlachtschiffe. Braucht man nicht für die Free AP oder irgendwie so? Für die Missouri? Oh, es kann sein. Ich hab sie mir damals gekauft, weil. Ja, weil. Du wolltest dir noch den Film The Death of Stalin anschauen, der soll gut sein. Der ist richtig gut. Death of Stalin mit Zhukov. Ja. Da ist unser U-Boot baden gegangen. Aber der hat nochmal 180 Torpedos abgeschossen. Schau mal. Ne, die treffen aber nicht die Torpedos. Ich Death of Stalin, wo ich wo kaputt gegangen bin. Ich mach dem so viel Damage den ganzen Tag. Ich krieg einfach nichts tot. Das ist hier ein Fluch oder so. Ich habe auf alle Fälle Supporter Ribbon hier wahrscheinlich schon erarbeitet, eigentlich hart. Weil die California ist echt sexy. Ich sehe es. Ein bisschen fett, aber. Ja, das war's. GG. Er hat's halt noch überlebt, ne? Ärgerlich, ja. Er hat 10.000 XP. 90.000, 92.000 Schaden, ja. Was bringt's einem? 62. 5.000 EB gemacht. Ja, Freunde, hat Spaß gemacht. War lustige Runde. Auf jeden Fall. Können wir gerne wiederholen die Tage, Wochen. Ja, gerne. Ansonsten an die Leute im Stream hier. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Mögliche. Wir verabscheuen uns und sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder, wann auch immer das sein mag, mit World of Warships. Also World of Warships kommt spätestens Samstagmittag wieder. Das kann ich euch schon mal festsagen. Ansonsten habe ich auch noch anderen Content. Da geht es am Freitag weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Baut keinen Scheiß. Danke fürs Follow, Luri. Danke an der Stelle noch. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.